Da kannst du wieder entstummen. Ich auch, ich habe bloß den Stummknopf gesucht. Jo. Dann müssen wir aber später bereden, was wir noch eigentlich erst so erzählen können. Ja. Bitte Anna sitzt im Boot. Hey, du Insektenarsch. Was soll ich denn zu dir sagen? Ja, Spider-Man. Ein Bugboy. Das hört sich gerade so schlecht an. Wie ich kämpfe gegen dich. Rapidisch ist ein Fuck Street Boy. Er ist ein Assassine. Ein Assi. Assisine. Jo. Und übrigens, ich sehe es nicht gerne, wenn man mein Skin klaut. Und ja, das ist mir schon passiert. Nicht noch einmal. Ich will hier keine besonderen Leute andeuten. Wir haben geredet, Let's Player anzusprechen, nicht. Also, war schon. Das sind keine Let's Player, das sind Let's Schwuchteln. Also, ach, das rede ich mit dir später, wenn wir aufnehmen. Also, war schon. Hä? Ich weiß gar nicht, was ist ja, was ich rede. Was soll ich denn sagen? Ey, die hat nichts getan. Empfindliches Ding. War es ein Karambolage? Ey! John Rambo. Boah, ich freue mich so irgendwie, dass das Ding rauskommt bald. Was? Alien, Colonel Marines. Ach so, ja, vielleicht kann ich es mir nicht holen. Ich denke, der Penner wird schon ein Let's Play darüber machen, also weiß ich ganz genau, was da drin passiert. Und er wird alle 5 Minuten damit prahlen. Wenn wir im Chat sind. Nein, ich werde dann nur alle 5 Minuten schreien. Ja. Und prahlen. Ich will da hoch. Das habe ich bei Diego auch geschafft. Oh, scheiße, wie haben wir noch gesagt. Oh, Idiot. Egal. Ja, schau, wo ich bin. Ist so ein guter Kumpel von uns. Schau mal nach oben, wo ich bin. What the fuck? Ich bin trotzdem. Nach oben. Junge! Ey, Planet darf! Nein! Nein! Ah, schon tot! Ja. Ui! Ja, ich brauch Thermalenergie, keine Kisten. Ja, irgendwie sammle ich die Kisten aus Reflex aus. Also, wir beide haben schon alle Waffen freigeschaltet. Weiß man gar nicht. Hm? Ey, weiß man nie, alle Waffen hat. Hä, wieso weiß man das nie? Wir haben das doch. Kannst ja nachlesen, Waffen 100%. Ja, haben wir ja das ein Match ja gesehen, das mit einem Spritzgewehr, wo es sich dann dich heilt. Keine Ahnung, das müsste irgendwie irgendwas mit deiner Fähigkeit zu tun haben. Also Leute, falls ihr eine Idee habt, wie man... Ja. Ja, also an diese Frage geht jetzt an die Leute, die jetzt auch Last of Us 2 spielen und sich damit auskennen. Habt ihr irgendwie eine Idee, wie man ein Einspritzgewehr haben kann, das das Leben von einer Person regeneriert? Weil das würden wir jetzt sehr gerne wissen, das könnten wir jetzt auch in Multiplayer-Matches auch sehr gebrauchen. Weil wir haben das schon gesehen, wir sind jetzt nicht Bala-Bala oder so, na gut, vielleicht rapierisch. Ja, du hast es ja schließlich gesagt, ich habe ja davon nichts gesehen. Ich hätte dir bloß geglaubt. Ja. Jetzt ohne Scheiße, ich hätte es dir auch gegeben, das Einspritzgewehr, aber ich bin ja gestorben, aber es ist nicht mehr da. Fuck. Ja, so schön wie beim letzten Mal geht das wohl eher nicht. Ja, das, wenn es so schön war, es geht, das kommt nie wieder. Ja. Vielleicht den ersten Boss am ersten Versuch an, schon getötet. Das ist echt legendär. Warte, ich habe eine SMS bekommen. Ey, ist mein Spruch. Ach, mach heute. Egal. Toll, ey, die sind mir alle meilenweit voraus. Ey! Mach eine Geste einfach. Okay. Mach eine Geste. Mach eine Geste neben dem Baum. Oh, Baum. Korb, gut. Geht doch. Ich hab das Küssen gehört im Hintergrund. Der Beste, glaube ich, die Chance ist bestimmt an, oder? Ja. Oh, gut. Yay, Kampfflugzeug, geil, ui. Baby.
Die neue BB-Generation. BB. Noch Warte mal. etwas zu meinem Headset. Also ich habe jetzt nicht so ein richtig geiles High-Definition-Stereo-Headset. Keine Ahnung, was noch. 3D-Headset, ha. Also Wetten wir, sowas kommt noch. 3D ist Stereo, also das wird ja auch so ähnlich wie Stereo. Na, jetzt ich meine Headset. Ja, wie kann bitte schon Headset 3D sein? Du weißt nie, Ich was wusste gar nicht, kommt. dass du so ein plattes Headset hast, so ein 2D. Egal. Also ich habe da so ein beschissenes Hammer-Headset, das ich mir für 20 Euro im nächstbesten Videowarenladen zusammen gekauft habe. Bleib mal drin, bleib mal drin, Wieso? bleib mal drin. Ich will ein Foto machen, ich will ein Foto machen. Bleib mal drin! Warte, Junge! Scheiße. Ich wusste es, ich wusste es. Toll, jetzt hast du. Toll, jetzt wäre ich fast gestorben. Du Hund. Danke. Ey, du musst doch wissen, dass es das kommt, oder? Ich kann trotzdem ein Ich Foto hab machen, wie dir ich dich rauswitz. vertraut. Ja, ich kann dort immer noch ein Foto machen, wie es sich hier raushaut. Notiz an mich selbst. Nie wieder Rapierhirsch vertrauen. Magst du ein Gewehr haben? Das ist genauso wie der Spruch von deinen Eltern im Kindergarten. Trau dich ja an Hä? keine fremden Leute rein, die außerhalb des Kindergartengeländers dir Süßigkeiten andrehen wollen. Mann, Alter, ich bin in der Schule. Ja, früher im Kindergarten, nö, ernsthaft. Du bist in der Schule. Okay, das sowas haben meine Eltern nie gesagt, oder Witz? Ui. Ist auch nicht scheiße, meine Eltern haben dieses Fall nie gesagt. Oh. Und? Ist mir was passiert? Nein. Und außer die Sache mit den Armen. Mit dem Arm? Ey, Friendly Fire ist doch raus, oder? Ja, denk schon, warte mal. Ja, ist egal. Ja. Ich hab's Schade. gewusst. Usa. Ach, Ja, so erwischt. abgedreht sind wir fast immer, während wir spielen. Auch gegeneinander. Ja, auch gegeneinander. Ja. Aber geil. Wetten, wir bekommen jetzt Bsa oder so. SS, Also ey, wenn ich jetzt BSA nur A als hätte. Komplettwertung für das Kapitel. Der Kapitel? Der Skype-Kontakt. Ah, ich glaube, der nimmt gleich wieder an. Ja. Scheiße. Es war, glaube ich, bei mir. Unser Skype, also unser Skype-Chat ist zusammengebrochen. Ja, ich hab's schon erwähnt, ich hab's Also schon okay. gesagt. Ja, ich habe hier so eine scheiß Internetverbindung. Ja, deine wäre gut. Naja, wenn ich alles bei der WLAN, So. Xbox und vom Ja, wir haben Computer. ein Haupt-WLAN in unserem Wohnzimmer stehen. Da ist wirklich alles miteinander verkabelt. Meine Xbox, mein PC, der PC von meiner Mutter. Ja, wow. Ich hätte jetzt auch gerne so LAN-Verbindung, nicht WLAN. Mann? Warte, den da oben übernehme ich. Den Buschmenscher. Autsch. Hä? Du bist nicht der Buschmensch. Ach so. Ist down. Ey! Mach den Sorry. Turm da. Da habe ich eine Sprenggranate hingeworfen. Egal. Wir müssen uns nächstes Mal besser absprechen, Ja, ne? wir müssen dringend in unserer Kommunikation arbeiten. Ja. Nun dann unsere Beziehung, haha. Moment! Ja. Moment! Yo, da ist ein Geschütz. Yo! Alter! Der Typ geht vor, der kriegt einen Headshot. Alter. Ah, noch der Buschmensch. Das war der Buschmensch. Alles klar? Ey, der macht der Geste.
Ja, drei Headshots. Oder das waren, glaube ich, jetzt schon Ach du vier. Scheiße! Ach du Scheiße! Ah ja, Let's Battles gibt's auch noch, Ja, oder? gucken wir mal, wie es dann kommt. Oder ob ich noch Ja. Bock dazu habe. Wie Ja, Bock? Meinst du wegen den Offset, wie wir das jetzt verkackt haben, oder mit Ja. der Aufnahme? Ja, komm, das ist das erste Together. Kann Ja, ja okay. passieren. Zweite vielleicht ein bisschen weniger. Ich hoffe, es ist ein bisschen weniger. Au, ich werde von allen Seiten gleichzeitig Welches geballert. Together? Welches Together? Au! Scheiß Sniper. Warte mal, den leg ich um. Ey, welches Together willst du da eigentlich dann noch machen? Keine Ahnung. Aber irgendwas mit Brathähnchen. Großartiger Alien. Ja, Ja, Alien. Alien Co-op geht ja auch. Ja, geht doch. Aliens versus Predator. Was ist? Nee, ich. Ach so. Oh, das wäre cool. Nein, das wäre überhaupt nicht cool. Aber können. Ja, können Marines Ja, aber. wenn ich es haben kann. Hoffentlich, ey. Das ist ja Das so ein ist gerade. Problem mit der USK-Einstufung. Oder nein, FSK. USK? FSK? FSK. USK oder. Nee, FSK, ja, stimmt. Ja, das Entschuldigung. verwechsel ich auch immer. Ja, wow, Peachy ist wirklich so viel besser da. Ja, aber der neue Alien-Film Prometheus, gar keine Schleichwerbung, gibt Zeig einfach auch bei immer. YouTube ein Prometheus Trailer Ridley Scott. Also das ist jetzt der, das ist so ein Prequel von Alien. Also wer jetzt die Alien-Saga kennt, der müsste da eigentlich schon Bescheid wissen. Also da ist ja dieses Raumschiff am Anfang Ja. von Alien Eins. 1. Guckt euch mal den Film genauer an, falls ihr ihn habt. Falls nicht, kauft ihr ihn. Ja. Also kauft ihn euch, weil das ist ein wirklich guter Film. Oder ihr seid eine wirklich gute Saga. Macht auch Spaß, es zu sehen. Ja. Jo. Ja, die